Hallo, du hast eine Panne mit dem Pickup-Haus. Das heißt, du brauchst Starthilfe und hast keinen Strom. Dann zeige ich dir jetzt, wie du hier, das ist die Batterie hier, wie du da Strom reinbekommst. Und zwar nimmst du als allererstes, ich drehe mal die Kamera um, nimmst du als allererstes den Schraubenzieher aus der Tür und dann schraubst du hier einmal da, zack, 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 und einmal da zwei Schrauben raus. Das habe ich jetzt schon gemacht, um die Abdeckung abzubekommen. So. Das hier ist einfach nur eine Abdeckung und das ist die Batterie. Und hier siehst du schon, hier steht Minus. Rechts ist Minus und links ist Plus. Also da ist Plus und da ist Minus. Und jetzt nimmst du dieses Gerät hier. Das findest du in der Tüte. Hier in dieser Tüte findest du dieses Gerät. Und das muss aufgeladen sein. Also ich drücke mal hier auf den Knopf. Ja, 75% habe ich hier. Das Ding ist aufgeladen. Ja, das reicht. Und hier schließt du jetzt dieses Kabel an. So, da reinstecken. Und dann machst du hier steht Minus und hier steht Plus und das musst du jetzt einfach nur dort verbinden. Du siehst hier die Lampe, die leuchtet rot. Das ist korrekt. Und gleich, wenn wir das hier angeschlossen haben, dann leuchtet das grün. Und dann können wir Gas geben. Also, rechts ist Minus, rechts ist schwarz. Da klemme ich das jetzt mal hier so ran. Und links ist Plus. Das kommt hier hin. Klemme ich daran. So. Und jetzt siehst du, wird diese Lampe grün. Das heißt, du kannst jetzt den Motor starten. Das machen wir mal. Et voilà. Viel Spaß.